Susanne, kannst du mich hören? Bist ja, ich kann dich hören. Ich super, kannst du auch ein bisschen Musik hören? Ja, kann ich auch. Es ist zu laut. Nee, chill out, ist ein bisschen laut, aber geht. Kann ich es runterdrehen? Schau mal. Ja. Vielleicht noch einen Ticken runterdrehen, aber vielleicht kann ich es bei mir auch leiser machen. Immer wie die individuelle Einstellung ist. Besser? Ja, viel besser. Ja, super, ist auf jeden Fall schon mal Sardinien-Gefühl. Ja, ja, wir wollen ja alle heute ein bisschen bisschen Urlaub, genau. Ja, sehr gut. Gut. Hallo. Hallo Dieter. Und wir sehen hallo, wir haben Dieter. Auch schon die ersten Teilnehmer, die hi, reinkommen. Hi Martin, hi Susanne. Ja, ich habe ein paar alte Bekannte gesehen, ne? Der Kollege aus Hamburg. Der Holger. Der Holger, genau, Holger Sanders, der ja bei uns lange war, genau. Ja. Genau, ich würde vorschlagen, wir warten noch ein, zwei Minuten. Mhm. Dieter, ich habe die Slides offen, ich kann dann direkt sharen, ne? Wunderbar. Ja, gut. Genau, nach der ersten Poll mache ich Screenshare, ne? Dann genau. Zeige ich da meinen den Learning Hub in Light, mhm, in Farbe. Genau, genau. Ja, ich hatte heute Morgen nochmal einen Zoom-Call mit einem weißen T-Shirt und es ging wirklich gar nicht. Ich musste mich hier dunkel anziehen, damit ich nicht flackere. Okay. Weil das ist, glaube ich, zu hell von meinem Background hier im Büro, obwohl keine Sonne scheint heute. Hm. Hier heute auch nicht. Also anders wie auf Sardinien habe ich hier gerade Regen, wenn ich rausgucke. Ja, Freunde von uns sind gerade auf Sardinien. Die haben gestern Bilder geschickt, also von daher, die haben, glaube ich, ganz gutes Wetter. Ja. Sehr schön. Gut, ich würde vorschlagen, wir starten, oder? Ja. 2 Minuten nach, dass wir nicht aus der Zeit laufen. Ja. Genau, ich würde meinen Bildschirm sharen. Genau. Und gehe in den Fullscreen-Modus. Und habe wahrscheinlich wieder das Problem, dass ich umstellen muss. Genau, du musst umstellen. Wie ja. immer, genau. So. Super. Gut. Dann herzlich willkommen alle zusammen auf unserer schönen Insel Sardinien. Ich hoffe, die einleitende Slide und die bisschen entspannte Musik versetzen uns alle nach einem Jahr Corona doch irgendwo in einen Urlaubsmodus. Also ich habe noch 4 Wochen, dann kann ich in den Urlaub, geht zwar nicht nach Sardinien, aber zumindest ist irgendwo ans Meer. Genau, mein Name ist Martin Schulze, ich leite das Thema Business Development und digitaler Vertrieb bei der SAP und ich freue mich heute sehr, die Susanne und den Dieter als Speaker gewinnen zu können auf unserem Training und Adoption Forum mit dem Thema der bestmögliche Weg zu einer SAP-Zertifizierung, Open Session zu SAP Certification und Sublearning Hub. Susanne verantwortet bei uns das Thema SAP-Zertifizierung und Dieter als Solution Manager den SAP Learning Hub. Und wie die beiden Zusammenspiel auf dem bestmöglichen Weg zu einer SAP-Zertifizierung, das werden uns jetzt Dieter und Susanne näher bringen. Dieter, ich darf an dich übergeben und the stage is yours. Okay, ja, vielen Dank Martin für die einleitenden Worte. Also wir wurden schon vorgestellt, wir beide sind, glaube ich, schon über 30 Jahre zusammen jetzt bei SAP. Das heißt, wir haben einiges an Erfahrung bei SAP in verschiedenen Bereichen, aber vor allem auch im Bereich Learning und Zertifizierung. Und bevor wir starten, also wir machen es so, ich werde das Thema Learning Hub übernehmen. Ich mache da auch eine Demo dazu und die Susanne übernimmt dann das Thema SAP Global Certification. Bevor wir starten, wir haben zu jedem so eine kleine Poll, also eine kleine Frage eigentlich eingebaut, die ist interaktiv, das heißt, die können Sie beantworten, wenn Sie jetzt unter ganz oben unter View Options gehen und dann über Annotate,
dann haben Sie die Möglichkeit, solche Stamps auszuwählen, ne, solche Stempel auszuwählen. Und dann würden wir uns freuen, wenn Sie jeweils in dem Bereich, ja, verwenden Sie den Learning Hub, ja oder nein, jeweils einen Stempel hinterlassen. Also da können Sie ja Herzchen wählen, Pfeil, Häkchen oder was gibt es denn noch? Ja, kreuzig, ja. Damit wir ungefähr wissen, wie so das Wissen verteilt ist, ne? Wie kennen Sie unsere Tools schon? Das heißt, wo starten wir? Ich sehe schon vier Leute. Viele kennen ihn schon. Ne? Genau, haben den Learning Hub schon mal gesehen, benutzt, denke ich mal auch. Oh ja, das heißt, es freut uns, dass Sie den Learning Hub schon mal zumindest mal kennengelernt haben, nutzen. Sogar zwei Häkchen selber gebastelt, sehr schön. Vielen Dank. So, wir machen es so, ich übernehme jetzt und share mein Screen, weil ich nämlich direkt eigentlich jetzt, ich muss kurz gucken, dass ich im richtigen Bildschirm bin. Das brauchen wir nicht und das brauchen wir. Jetzt gehe ich auf Share. Genau, ich möchte Ihnen eigentlich zeigen, was gibt es Neues beim Learning Hub. Ich denke, viele haben es vielleicht schon mal gesehen oder ich habe auch gesehen, einer hat noch keine Erfahrung mit dem Learning Hub. Also ganz kurz, also unser Learning Hub ist unser ja, Award-winning Cloud-based Learning Solution, sage ich mal. Das heißt, es ist mehr als eine einfache Bibliothek. Wir haben ja da auch Lernräume integriert, wir haben Lernsysteme integriert, wir haben jetzt ganz viele Live-Sessions mit aufgenommen. Das heißt, es ist wirklich, ja, man kann sagen, auch ein geführtes Lernen durch diese Lernräume. Klar, es ist nicht so geführt wie im Klassenraumtraining, wo man eben den Trainer wirklich immer präsent hat, aber wenn man Fragen hat, nicht weiterkommt, kann man immer gerne den Lernraum nutzen, um eben sich auch dann Tipps und Tricks vom Trainer zu holen oder einfach eine Frage loszuwerden. Ne, das heißt also, SAP Learning Hub ist eigentlich unser ja, Online-Tool für verschiedenste Rollen. Das heißt, Fokus ist jetzt nicht nur auf Consultants, weil die es vor allem auch nutzen, aber ich würde sagen, bis auf den reinen End-User, der vielleicht nur 4 oder 5 oder vielleicht 10 Subfiori-Apps bedienen muss, ist eigentlich der Learning Hub schon eine sinnvolle Angelegenheit. Speziell auch für Kunden, wenn die ein Implementierungsprojekt haben, gerade für das Projektteam, um sich eben fit zu machen. Und ich gehe mal kurz hier und mache das etwas kleiner. So. Also der Learning Hub. Wir haben ein neues Look and Feel. Wir haben das Ganze personalisiert. Sie sehen schon hier, hier heißt es halt herzlich willkommen Dieter. Das heißt, man wird als User auch erkannt und direkt angesprochen. Man sieht hier auch, wie viele Editionen ich habe oder welche Edition gerade aktiv ist bei mir. Wir haben vorhin schon mal gehört, es gibt die SAP Learning Hub Professional Edition. Wir haben noch weitere Editionen verfügbar, die Partner-Editionen, Solution Editions, Editionen für Studenten und auch eine Überblicksedition, die heißt dann Business-Edition. Und Sie sehen hier +7 bedeutet einfach, ich habe einfach mehrere Editionen an meinen User eben hinzugefügt, weil ich eben auch öfters eine Demonstration eben halte. Das heißt, es ist personalisiert. Ich habe hier die Möglichkeit zu suchen. Das heißt, gleich auf der ersten Seite kann ich eben Schlagwort eingeben, kann nach einem Thema suchen, das mich interessiert, zeige ich gleich. Bevor wir dahin kommen, wir haben da oben eigentlich, ne, sehen Sie hier am oberen Ende einmal die Startzeit, auf der befinden wir uns gerade. Wenn wir auf Lernen gehen, dann haben wir die Möglichkeit, hier auch nach Kursen zu suchen und nach Kursen zu filtern. Na, jetzt warte, bis das aufgebaut wird. Genau. Das heißt, jetzt muss ich leider wieder... Genau, also hier kann man auch nach Kursen suchen, dann kann man auch filtern nach Learning Journeys, nach Learning Rooms und so weiter. Ich habe hier im Bereich Zusammenarbeiten die Möglichkeit, diese SAP-Lernräume eben zuzugreifen. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, erstmal alle Lernräume uns anzuzeigen und dann meinetwegen einen entsprechenden Lernraum zu suchen, einen Lernraum beizutreten. Können Sie hier machen oder auch eine Learning Journey, die zeige ich auch ganz kurz, üben. Das haben wir auch schon gehört. Es gibt eben diese SAP Learning System Access, das heißt früher genannt als Live Access. Wir haben das umbenannt und haben jetzt auch, ich gehe mal auf All Systems, dann sehen Sie mal die Anzahl der Systeme, die wir haben. Wir haben aktuell 506 Trainingssysteme. Da können Sie sich immer eins auswählen
oder auch mehrere und können praktisch ihre Übungen und ihre Übungen durchführen, wirklich Hands-on-Practice machen in einem SAP-Trainingssystem. Genauso wie wenn sie bei der SAP in einer Trainingslokation wären, wirklich, sie bekommen die Übungen dazu und können einfach starten und die Übungen durchführen. Was haben wir noch? Jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Jetzt vermisse ich oben hier die Leiste, aber ich denke mal, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ne, was ich noch sehr interessant finde, ist dieser Stay-Current-Bereich. Den hatten wir vorhin eben auch schon genannt. Ne, Wissen aktualisieren. Das heißt, ideal für alle, die eigentlich am Ball bleiben wollen mit SAP-Wissen, gibt es in diesem Stay-Current-Bereich immer wieder die Möglichkeit, sich das neue Wissen anzueignen. Jetzt weiß ich nicht, warum ich hier... Ich gehe nochmal ganz kurz hier auf die Homepage. Ich bin zwar im Büro hier in Ratingen, aber warum auch immer. So, ich gehe nochmal hier auf Wissen aktualisieren. Das heißt, hier bekomme ich eben zu dem Bereich, wo ich eben dann mein Wissen aktuell halten kann. Wir nennen das Stay Current. Aktuell scheint es mir nicht angezeigt zu werden, aber ist auch nicht so wild. Das heißt, ich gehe nochmal zurück. Der Learning Hub im neuen Look und Feel. Und Sie wissen ja, dass das Kern oder der Kern eines Learning Hubs ist eigentlich so für uns diese eine Learning Journey. Das heißt, hier auf der ersten Seite kann man auch den eigenen Lernplan sehen. Man kann auch die Learning Rooms sehen, denen man aktuell beigetreten ist, die aktuell eine aktive Rolle gespielt haben. Oder eben auch diese Learning Journeys. Ich mache nur eine auf, weil wir wollen ja auch so in Diskussion gehen. Das heißt, die Learning Journeys sind wirklich so das Herz eines Lernenden, sage ich mal, erstmal herauszufinden, was möchte ich lernen, dann eben die passende Learning Journey herauszufinden. Und dann kann man eigentlich die Learning Journey, ja, wenn man mag, von oben nach unten eigentlich durchgehen. Die Learning Journeys starten eigentlich mit einem Lernraum beitreten. Dann hat man Startwissen, Overview-Wissen. Das heißt, hier bekommt man so Grundlagenwissen mitgebracht. Und dann gibt es eben dieses Become Competent. Das heißt, hier kann ich mein Wissen vertiefen. Und wie Sie sehen, hier sind verschiedene Ausprägungen. Ich mache es ein bisschen kleiner. Verschiedene Ausprägungen dieser Learning Journey. Und zum Beispiel in dem Become Competent haben wir eigentlich fast in jeder Learning Journey den Weg bis zu einer Zertifizierung. Das heißt, die Learning Journey zeigt Ihnen alles, was Sie benötigen, um sich zertifizieren zu lassen. Hier wollte ich auch schon mal stoppen eigentlich mit der Demonstration und wollte schon mal fragen, ob schon die ersten Fragen zum Learning Hub da sind, die wir vielleicht schon mal beantworten können. Tatsächlich sind ein paar Fragen im Chat eingegangen, Dieter, und zwar Richtung, welche Sprachversionen gibt es? Also gibt es alles nur in Englisch oder gibt es Inhalte eben auch in Deutsch? Das war genau die eine Frage. Ja. Genau, der Learning Hub, also das ganze Look and Feel gibt es auch in Deutsch. Das heißt, ich bin gerade in Deutsch, glaube ich, eingeloggt, denke ich mal. Das heißt, den gibt es auf Deutsch, den Learning Hub. Einige von den Bereichen sind noch in Englisch, aber im Großteil gibt es in verschiedenen Sprachen eben auch. Jetzt zu den Trainings an sich. Also jedes Training ist in Englisch verfügbar, das ist schon mal per se der Fall. Und dann haben wir ganz viele Trainings in verschiedensten Sprachen übersetzt. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass wir flächendeckend alle Trainings übersetzt haben, sondern das entscheiden eben bei uns die Experten vor Ort in den jeweiligen Ländern und gucken eben, wo ist der Bedarf eben, nach welchem Training ist Bedarf da. Und dann werden die Trainings in diese Sprache übersetzt. Es kam auch die Frage, ob es einen Trainingszugang gibt zum Thema Success Factors Learning, also speziell für Success Factors Learning. Das wäre wahrscheinlich am besten, man filtert da nach Success Factors und sucht die passende Learning Journey heraus. Ne? Korrekt. Genau, auch für Success Factors Learning haben wir eine Learning Journey und haben bestimmt auch ein Live-Access-System. Genau, auch dafür haben wir natürlich die passenden Trainingsinhalte verfügbar. Und dann kam nochmal die Frage, du hattest vorhin die Live-Access-Tab gezeigt mit dem My Systems and All Systems. Da war nochmal die Frage, wie man da hin navigiert. Ich glaube, das war nicht ganz klar. Vielleicht war es ein bisschen zu schnell, passen Sie auf. Ja. Ich weiß ja nicht, warum ich jetzt hier nicht zurückkomme. Ich gehe wieder mal auf die Einstiegsseite. Und
Genau, also man kommt hier eben über Üben, ne, Startseite lernen, zusammenfassen über Üben. Ich klicke hier auf Üben und dann kommt man praktisch zu dem SAP Learning System Access. Und da kann ich eben sich die Systeme, die ich jetzt, zum Beispiel bei drei Systemen habe ich mich praktisch angemeldet, mit denen habe ich letzter Zeit gearbeitet. Und wenn ich unter All Systems gehe, dann kommen eben diese 506 Systeme hoch und da kann ich eben eins aussuchen mit Enroll zum Beispiel. Dann werde ich gefragt nach meinem Kontingent für dieses Live Access. In den meisten unserer Lösungen haben wir 60 Stunden inkludiert. Das heißt, dann kann man eben diese 60 Stunden hernehmen und starten an diesem mit diesem, in diesem System, auch wieder stoppen, kann das nächste System auswählen. Das heißt, man hat multiple Möglichkeiten, Systeme auszuwählen und zu benutzen. Genau, und wir hatten ja auch schon mal ein Webinar zu dem Thema gemacht, wo du auch in ein System rein bist und das richtig gezeigt hast, weil diese Frage kam jetzt ja auch, aber ich glaube, da haben wir heute einfach gar nicht die Zeit dafür, richtig Nee, in die genau. Tiefe zu gehen. Da würden wir vielleicht nochmal auf das Recording verweisen, dieses Webinars, ne? Es gab noch eine Frage zum Thema Stay Current, die würde tatsächlich ich nehmen und würde sie dann im Kontext des Zertifizierungsblocks beantworten. Und es Gerne. kam noch eine Frage, kann man einen OpenSAP-Account mit einem S-User-Training-Hub verbinden? Hm. Also Also wie ist die Verbindbarkeit OpenSAP und Learning Hub, ist, glaube ich, hier die Frage. ja, also ich meine, sag mal, OpenSAP ist ja wirklich ein freier Zugang zum Lernen und der Learning Hub kostet ja was. Das heißt, also vom Learning Hub in OpenSAP, wir haben auch oft OpenSAP-Kurse verknüpft in unserer Learning Journey. Das heißt, da kann man ganz einfach eben mit dem S-User auch dann in OpenSAP gehen, aber der andere Weg ist eben nicht möglich. Das heißt, weil OpenSAP, wenn man dann einen User hat, kann man nicht automatisch in den Learning Hub gehen, da braucht man schon eine Learning Hub-Lizenz dafür. Super, das war's erstmal. Ich würde jetzt tatsächlich dann mit dem Thema Zertifizierung Genau, weitermachen. dann gehe ich mal auf Stop Share. Genau, dann share ich nämlich direkt wieder. Hätte jetzt tatsächlich, ich glaube, ich muss wieder in Fullscreen gehen und wieder mein Spielchen machen mit dem Presenter-Mode swippen. So. Hätte tatsächlich noch mal ganz kurz schnell, weil wir ein bisschen unter Zeitdruck sind, die Frage, sind Sie denn bereits zertifiziert? Also ist das Thema Zertifizierung komplett neu? Ah, da hat schon der Erste geantwortet, dass er nicht zertifiziert ist. Sehr gut, da haben wir doch einige, ein paar, die auch zertifiziert schon sind. Die können vielleicht dann von ihren Erfahrungen berichten, wenn wir noch die Zeit haben. Aber ein Großteil, der eben noch nicht zertifiziert ist. Ich würde jetzt die Zeit nutzen und so ein bisschen erklären. Und ich mache hier mal kurz ups, sorry, jetzt bin ich eins zu weit gegangen. Versuche gerade die Resultate aus dem Annotate wegzumachen. Kann man doch irgendwo clear all, genau. So. Wie der Dieter jetzt schon vorgestellt hat, wir empfehlen sehr stark, dass man sich entweder digital über den Learning Hub ausbildet, dort die korrespondierende Learning Journey verwendet für die einzelne Lösung und die Rolle, für die man sich interessiert, findet man dort die Lerninhalte, die auf eine Zertifizierung vorbereiten, dass man eben sich in Learning Rooms auch mit anderen austauscht. In den Learning Rooms hat man auch ein großes Angebot an Webinars und eben vor allen Dingen die Möglichkeit, sich mit Experten auszutauschen, Fragen zu stellen, mit anderen Lernenden zu arbeiten. Also diese Learning Rooms sind wirklich ein gutes Asset. Und dann, wie auch in den Vorgängervorträgen schon bereits erwähnt, Live Access mit der Möglichkeit, die Systeme Use Cases in den Systemen durchzuarbeiten. Wir selbst sehen, dass Personen, die sich vorbereitet haben, indem sie eben entweder in einem Klassenraumtraining waren oder in dem digitalen Learning Hub und vor allem die Live Access und Trainingssystemübungen gemacht haben, haben eine sehr gute Chance, in Zertifizierungen zu bestehen, können sich auch somit gut vorbereitet fühlen, ne? Wie läuft eine Zertifizierung dann ab? Im Prinzip ist es so, Sie haben die Möglichkeit, wie schon erwähnt, eben ein Attempt, also ein Versuch zu kaufen oder eben das 6-Versuche-Paket. Kaufen kann man das über den SAP Training Shop. Das ist hier im
in den Slides auch verlinkt. Und dann damit bekommen Sie Zugang zu dem sogenannten SAP Certification Hub. Und im SAP Certification Hub bucht man sich dann einen Slot. Momentan eben nur remote. Wenn die Trainingscenter wieder öffnen, ist es im Rahmen von Blended Academies eben auch möglich, wieder vor Ort sich zertifizieren zu lassen. Allerdings wird das Remote-Angebot sehr gut angenommen. Sie können wirklich von überall eine SAP-Zertifizierung machen. Die einzigen Voraussetzungen sind, dass Sie einen Laptop haben, eine Internetverbindung, eine Webcam und es muss die Questionmark Secure Software installiert sein. Also das sind so die vier wichtigen Dinge, die man haben muss. Wir empfehlen auch noch, dass man wirklich für die Zeit der Zertifizierung sich eine ruhige Ecke idealerweise einen ruhigen Raum sucht und damit man sich voll und ganz auf die Zertifizierung konzentrieren kann. Weitere Empfehlung ist, den Slot wirklich so spätestens 3-4 Tage vorher zu buchen, einfach um sicherzugehen, dass man zu dem Zeitpunkt, in dem man die Zertifizierung plant, dass man sie auch wirklich machen kann und durchführen kann. Wir bieten sehr viele Remote-Zertifizierungsslots an, aber einfach, damit man sicher ist, dass der Slot dann auch wirklich dann zur Verfügung steht, ein paar Tage vorher den Slot schon reservieren. Das Ganze passiert auch im Certification Hub. Technisch ist es dann so, dass Sie am Tag der Zertifizierung, so eine halbe Stunde vorher, bekommen Sie einen Zugang freigeschaltet im Certification Hub, das heißt dann Start Exam. Und den starten Sie und dann wählen Sie erstmal die Sprache aus, in der Sie die Zertifizierung machen wollen. Auch wie ähnlich wie bei den Lerninhalten ist es bei Zertifizierung so, dass wir bis zu 9 verschiedene Sprachen anbieten, in denen die Zertifizierung gemacht werden kann. Aber nicht alle Zertifizierungen in allen Sprachen. Also es gibt Zertifizierungen, vor allen Dingen in den Cloud-Lösungen, wo ich ganz klar sagen muss, die stehen nur in Englisch zur Verfügung. Ja, also da ist es immer so ein bisschen äquivalent zu den Lernmaterialien. Wenn es die nur in Englisch gibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Zertifizierung eben auch nur in Englisch zur Verfügung steht. Verbunden werden Sie dann mit einem Proktor. Das ist ein echter Mensch, der sitzt am anderen Ende der Webcam sozusagen. Der macht mit Ihnen so einen kurzen Identitätscheck. Der scannt auch den Raum, ob alles in Ordnung ist. Also sprich, niemand im Raum ist, der Ihnen etwas zuflüstern könnte, dass kein Handy auf dem Tisch liegt, dass kein Buch auf dem Tisch liegt. Also alle Möglichkeiten, salopp gesagt, zu spickeln, ausgeschlossen sind. Und wenn der Proktor zufrieden ist mit dem, was er sieht, dann startet er das Examen und von dem Moment an ist der PC oder Laptop gefreezed und ich kann wirklich als Teilnehmer nur noch die Fragen beantworten. Ich kann aber nicht mehr aus diesem Fragenfenster heraus navigieren, kann keine Internetseite mehr öffnen, kein Mail mehr und kann mich wirklich nur noch auf die Zertifizierung konzentrieren. Und wenn das Ganze dann fertig ist, dann presse ich ein Abschließen oder Submit-Button. Und dann bekomme ich auch direkt das Feedback, habe ich bestanden oder nicht. Zertifizierungen laufen in der Regel 3 Stunden bei uns. Wenn man früher fertig ist, kann man auch früher abschließen. Aber das ist so der Prozess. Ich bekomme dann direkt danach mein Digital Badge. Das wurde auch schon heute in dem Vortrag von dem Herrn Thierry gezeigt, den ich dann direkt in Social Media teilen kann. Und dann kommt das Thema Stay Current und da würde ich jetzt mal direkt in die Fragen gehen, weil ich gesehen habe, dass es doch einige Fragen auch gibt zu dem Thema und die erste Frage war eben Stay Current. Wie läuft das? Also sind die Zertifizierungen dann irgendwo hinterlegt und kann man dann das Delta zu der Zertifizierung aufzeigen? Also tatsächlich ist da eine Verbindung da, wenn man zertifiziert ist in den Lösungen SAP S/4HANA Cloud, in der Ariba-Lösung, CX-Lösung wird bald kommen und SuccessFactors-Lösung, also alles, wo wir Cloud-Releases haben, ist es so, dass man sagt, man soll mit dem Produkt gehen. Man muss mit dem Produkt auf dem Laufenden bleiben. Ich fand heute Morgen heute Vormittag vorhin in dem Vortrag die Formulierung auch sehr nett, das Wissen halt sehr schnell verschimmelt. Und genauso ist es gerade in der Cloud-Welt auch mit den Produkten. Also ich zertifiziere mich und über Stay Current habe ich dann die Möglichkeit, mit jedem neuen Release mir den Delta-Content anzuschauen, also welche neuen Features kommen, welche neuen Functions kommen mit dem neuen Release. Mache dann ein kurzes Assessment, das mache ich ohne Proktor, kann es so oft machen und wiederholen, wie ich will.
und bin damit dann current mit meiner Zertifizierung. Also meine Zertifizierung ist damit weiterhin gültig. Und das zeige ich zu meinen Kunden dahingehend, dass ich meinen Digital Badge weiterhin valide halte. Also der Digital Badge, den ich für die Zertifizierung bekommen habe, ist weiterhin gültig. Ne? Bleibe ich nicht current in den Cloud-Lösungen, dann bekommt dieser Badge einen Marker, der anzeigt, dass dieser Badge nicht mehr gültig ist. Ne? Und dann müsste ich mich wieder neu zertifizieren, um wieder Gültigkeit zu bekommen. Genau, und das ist die Idee von Stay Current, eben wirklich, da wir die Situation haben, dass wir in den Cloud-Releases immer schnelle Release-Zyklen haben, aber eben auch schnelle und größere Veränderungen der Produkte an sich, dass wir eben darüber, wenn ich zertifiziert bin, meinen Kunden auch zeigen kann, hey, ich bin mit dem Produkt aber auch wirklich auf dem Laufenden. Also ich habe nicht diese Zertifizierung vor 2 Jahren gemacht und habe seitdem nie wieder etwas gemacht, um mich mit dem Produkt weiterzubilden, sondern ich bin permanent mit dem Produkt mitgewachsen sozusagen und habe alle Entwicklungsstufen mitbekommen. Hm? Gut, dann gucke ich mal, was hier noch weitergekommen ist. Kann man die Sprache bei der Prüfung aussuchen? Also es ist so, man bucht den Slot und kriegt dann während der Slotbuchung schon angezeigt, ist schon beantwortet, genau. Man kann es aussuchen. Man kriegt es aber auch schon angezeigt bei der Slotbuchung, welche Sprachen möglich sind. Wie lange bleibt ein Badge gültig? Also hier hängt es wirklich davon ab. Die Lösung, für die ich mich zertifiziert habe, verlangt die ist die Teil eines Stay Current Programmes, muss ich mich also quasi in einer Cloud-Lösung immer up to date halten, oder habe ich mich zertifiziert in einer zum Beispiel S/4HANA On-Prem-Lösung, dann hat mein Badge 10 Jahre Gültigkeit. Also für alle On-Prem-Lösungen reden wir von 10 Jahren, die Badges gültig sind. In der Cloud-Welt ist es eine andere Situation. Aber hier ist es im Prinzip 10 Jahre lang. Gut, weitere Fragen? Es gab eine Frage zum Kostenmodell, ne? Und da kann ich immer wieder auf den Trainingshop verweisen, ne? training.sap.com. Da sind die ganzen Preise hinterlegt, die wir für die verschiedenen Learning Hub Editionen haben. Wir haben auch für verschiedene Learning Hub Editionen auch Staffelpreise. Das heißt, da macht es dann Sinn zu gucken, ab wann der nächste günstige Preis oder das günstige Preistreppe eigentlich erreicht ist. Aber ansonsten, sagen wir, es geht los von 250 Euro pro Jahr bis zu 2760, ist so die Preisspanne. Ne, in diesem Preisrange befinden sich alle unsere SAP Learning Hub Lösungen. Und bei den Zertifizierungen befinden wir uns zwischen 200 und 500 Euro. Stimmt das? Genau, das stimmt. Das One Attempt, also der eine Versuch, das kostet 250 Euro, während ich für das 6-Versuchspaket 500 Euro bezahle. Ja. Dann kann man halt abwägen, okay, bin ich mir ganz sicher, dass ich es mir im ersten Mal schaffe, weil ich mich eben sehr gut ausgebildet habe, dann wäre vielleicht das 250 Euro-Angebot das Richtige. Oder aber wir sehen es auch oft, dass sich jemand in mehr wie einer Lösung zertifizieren will. Also gerade zum Beispiel bei SuccessFactors macht es als Berater durchaus Sinn zu sagen, ich zertifiziere mich mit in Learning, aber auch in Employee Central oder in Time Management. Das wären dann schon 3 Zertifizierungen, da bräuchte ich schon 3 Versuche, dann gehe ich vielleicht dann doch eher auf das 6-Versuche-Paket. Hm? So ein bisschen die individuelle Entscheidung. Ich habe noch eine Bitte. Wir haben aktuell noch einen SAP Learning Hub Satisfaction Survey laufen, der läuft nur bis zum 2. Juli. Das heißt, wenn Sie da teilnehmen möchten oder könnten, wäre super. Einfach Feedback geben, wie Sie bisher eben mit dem Learning Hub zufrieden sind, was Sie vielleicht auch für Wünsche haben, was wir ändern sollen. Wir haben es vorhin erwähnt, es wird eigentlich ständig jetzt Verbesserungen vorgenommen, inhaltlich, aber auch am User Interface. Das heißt, Sie werden sehen, in den nächsten Wochen, Monaten werden noch neue Möglichkeiten zukommen. Wir werden zum Beispiel auch aufnehmen, was in die nächsten Webinare und Live-Sessions, wenn auf der ersten personalisierten Seite hochkommen. Das heißt, auch dann basierend auf ihre Themen, die Sie lernen möchten, bekommen Sie auch Vorschläge eben zu den passenden Webinaren. Mhm. Das wird viel passieren in den nächsten Wochen, Monaten noch. Ja. Ich sehe hier noch eine Frage. Sind die angebotenen Zertifizierungen immer der aktuellste Stand?
Im Prinzip ja. Also bei der Cloud-Welt kann ich ganz deutlich ja sagen. Da sind wir immer auf dem aktuellsten Release des Produktes, ist auch die Zertifizierung. In der On-Premise-Welt ist es ein bisschen anders. Da bieten wir tatsächlich oft parallel mehrere Releases an. Also Zertifizierung zu S/4HANA 19.08 kann ich heute noch machen, obwohl es schon eine neue Zertifizierung zu S/4HANA 20.08 gibt zum Beispiel. Ja. Das liegt daran, dass wir den Beratern und den Zertifizierten die Möglichkeit geben wollen, dass sie sich auf dem Release zertifizieren, in dem sie auch gelernt haben. Ja. Und es gibt eben unterschiedliche Kursmaterialien, die da zur Verfügung stehen. Und wenn ich mich zum Beispiel für S/4HANA 18.08 jetzt als Extrembeispiel ausgebildet habe, weil ich selbst Kunden habe, die auf S/4HANA auf der Release 18.08 sind, macht es eben auch Sinn, dass ich diese Zertifizierung dann noch auf diesem Release machen kann. Also auch da ist es so, Cloud immer das Aktuellste, weil da ist es einfach so, dass man vorherige Releases nicht mehr beim Kunden findet. On-Prem bieten wir oft mehrere Releases parallel an, um so ein bisschen die Möglichkeit auch zu haben, dass man sich in dem zertifiziert, was man beim Kunden auch vorfindet. Ja. Gibt es noch weitere Fragen oder Anregungen? Vielleicht von denen, die sich zertifiziert haben, schon Ideen, was vielleicht, ja, Improvements oder was vielleicht besser gemacht werden könnte oder wo es vielleicht gehakt hat, was wir vielleicht noch mitnehmen könnten als Verbesserungsvorschläge von Ihnen. Weil ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir noch. Genau, wir haben noch 5 Minuten. Also noch ausreichend Zeit für Fragen, wenn es noch welche gibt. Sie können uns, wenn es im Nachgang zu der Session noch Fragen geben sollte, gerne an die training.mei@sub.com noch weitere Fragen zukommen lassen. Wir würden die dann beantworten. Genau. Genau. So, im letzten Webinar kam nicht die Frage auf, dass der Learning Hub gegebenenfalls für den einen oder anderen vielleicht zu wenig Guidance bietet, aber vielleicht ein On-Site-Training wieder zurzeit nicht durchgeführt werden kann. Also wir bieten auch, das haben wir vorhin, hat der Thomas Jedermann gezeigt, es gibt diese SAP Blended Learning Academy, die vielleicht ein ganz guter Kompromiss ist zwischen Learning Hub und Classroom Training. Das heißt, hier hat man praktisch Zugang zum Learning Hub, hat aber immer wieder so ein Kick-Off-Meeting und zwischendurch solche Review-Sessions mit dem Trainer, um sein Wissen eben auch da nochmal zu vertiefen, Fragen loszuwerden. Also ne, das ist so, wir bieten auf der einen Seite ja Classroom Training an, Virtual Training, mit dem Trainer, die dann für 3 oder 5 Tage gehen oder eben den Learning Hub mit, klar, wir haben Guidance mit dem Moderator im Lernraum, aber wenn einer noch ein bisschen vielleicht einen Ticken mehr möchte, dann ist vielleicht so eine SAP Blended Learning Academy der richtige Ansatz, um gerade eben diese Kompromiss zu haben aus selbstständiges Lernen plus eben auch Anleitungen zu haben. Gut, wenn es dann keine Fragen mehr gibt, ich poste Ihnen mal kurz den Link wieder zurück ins Plenum in den Chat. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für Ihre Teilnahme, Susanne und Dieter. Auch an euch herzlichen Dank für die Vorstellung. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich noch 2 Minuten einen Kaffee zu holen, wenn Sie dann wollen, für 10 Minuten an einer Mindfulness-Session im Plenum teilzunehmen unter dem Link. Und dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Tag, ein interessantes Forum. Und dann hören wir uns später nochmal. Vielen Dank. Super. Tschüss. Ja, vielen Dank. Ciao. Vielen Dank, ja. Tschüss.